Ja, hallo in die Wohnzimmer, in die Arbeitszimmer, in die Schlafzimmer, wo ihr gerade seid. Die meisten vermutlich zu Hause. Und ich wollte mich zur Corona-Situation einfach auch mal zu Wort melden. Denn in den letzten Tagen, Wochen ist mir da noch so einiges aufgefallen. Und vor allen Dingen ist mir eins wichtig. Ich möchte einfach auch mal den Mut zusprechen, Danke sagen und damit auch beginnen. Deswegen zunächst Danke an alle, die gerade das System am Laufen halten. Ja, das sind natürlich Lkw-Fahrer, Supermärkte, das sind die Leute in den Praxen, in den Krankenhäusern. Aber alle, die einfach gerade einfach ihren Job machen und auch alle, die ruhig bleiben. Jeder von uns, der gerade ruhig und besonnen mit der Situation umgeht, der nicht den ganzen Einkaufswagen nur für Klopapier, Nudeln packt und Mehl, das neue Gold. Allen danke, lasst uns so weitermachen, denn in dem Wort Krise steckt eigentlich auch das Wort Chance. Und warum ich mich heute einfach mal kurz melde, ist, es gibt diesen Begriff, deswegen habe ich ihn so genannt, europäische Solidarität. Und deswegen mit Ausrufezeichen, aber auch einem Fragezeichen, weil ich denke, es gibt positive und negative Beispiele, die wir gerade in dieser Corona-Zeit erleben. Und deswegen ganz kurz ein paar Gedanken dazu. Zunächst, was ich festgestellt habe, ist, es gibt negative Stimmen. Zum Beispiel der Präsident von Serbien hat sich beklagt über die mangelnde europäische Solidarität. Es gibt dann so ein paar Beispiele, dass zum Beispiel Patienten aus dem Elsass jetzt in Baden-Württemberg sind, wobei Baden-Württemberg gerade selber immer mehr Fälle hat. Italienische Patienten wurden nach Sachsen gebracht, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch die Ausrüstung, die man teilweise selber braucht, jetzt nach Italien zu bringen. Italiener, die die europäische Fahne gegen die chinesische austauschen, weil die Chinesen jetzt gerade halt Lieferungen liefern. Polen und Tschechen, wo es um Masken geht, die eigentlich für Italien bestimmt waren, die man dann konfisziert hat für die eigenen Krankenhäuser. Das ist keine europäische Solidarität. Und auch die Minister und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, also sprich unsere Staatschefinnen und Chefs, in Europa verhalten sich auch eher national als gemeinschaftlich agierend. Und da braucht man gar nicht jetzt Macron und Merkel allein in den Mund nehmen. Alle handeln gerade national. Und selbst die Bundesländer bei uns, das haben wir in den vergangenen Tagen erlebt, machen ihr eigenes Ding. Söder wurde für seine Ausgangssperren gefeiert. Dass er aber damit sein eigenes Ding macht, obwohl man sich am nächsten Tag zusammensetzen wollte, das ist ein No-Go, Leute. Wir müssen das gemeinschaftlich machen. Und man kann sich darüber freuen, dass jemand eine Ausgangssperre verhängt. Ich finde, dieses Kontaktverbot ist viel wichtiger als eine Ausgangssperre, denn die Einschränkung der Freiheit ist schon ein hohes Gut, was wir in Europa haben. Das gilt es zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Das können wir übrigens durch Abstand halten, durch ein bisschen Nachdenken, ist das doch möglich. Und wieso sollte man Leute zu Hause einsperren, die den Park vor der Tür haben? Aber nun gut, was mir jetzt aber auf dem Herzen liegt, ist zum Beispiel so etwas hier. Dieses Formular, ich habe es ausnahmsweise extra ausgedruckt, weil es ist ja ein Formular, das sollte man ausdrucken, das ist ja ein bürokratischer Akt, Scheiß beiseite. Dieses Formular müssen belgische Menschen, in Belgien wohnen, so muss ich ja sagen, es gibt ja nicht nur Belgier, die dort wohnen, aber jeder, der in Belgien lebt, wohnt, aber zum Beispiel in Luxemburg arbeitet, in Frankreich oder auch in Deutschland oder in den Niederlanden, der muss dieses Formular vom Arbeitgeber ausfüllen, damit er über die Grenze darf. Sorry Leute, so funktioniert Europa nicht. Ein Virus, der an keiner Grenze Halt macht. Wofür brauchen wir so einen bürokratischen Scheiß? Sorry, da fällt mir nur eins. Das ist keine Antwort. Auf eine Pandemie sollte man paneuropäisch antworten und nicht mit irgendwelchen Formularen und bürokratischen Mitteln, die den Warenverkehr aufhalten, den wir gerade brauchen. Es wird sich gerade beschwert, dass die EU nicht da ist in dieser Krise. Ganz ehrlich, sie ist da, aber sie wird wenig gehört. Die EU hat erst gestern für fast 50 Millionen Euro medizinischen Bedarf bestellt und vor allem gekauft, um ihn in ganz Europa dort zu verteilen, wo er gebraucht wird. Das Europaparlament hat eine Sondersitzung. Aber unsere Medien berichten natürlich lieber gerne über die nationalen und regionalen Dinge. Dabei ist die EU durchaus da. Aber die EU ist eben nicht nur die EU, sondern neben dem Europaparlament, dem Europäischen Gerichtshof, haben wir vor allen Dingen auch den Ministerrat. Und der zeigt sich gerade extrem national. Und da muss ich auch sagen, ey Leute, das können wir besser. Wir erleben gerade, wie jeder sein Süppchen kocht, seine eigene Strategie fährt. Das muss sich ändern. So eine Situation wie jetzt, die ganz Europa in eine neue, manche sagen ja Krise,
Ich sage Chance, denn anders überlebt man sowas einfach nicht. Wir können das Ganze schaffen, aber nicht, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Unsere Unternehmen sind europäisch aufgestellt. Wir haben einen europäischen Markt. Und jetzt muss auch eine europäische Solidarität und eine gewisse Politik entwickelt werden, damit da auch was draus wird. Denn aktuell, jeder macht sein eigenes Ding, hat sein eigenes Gesundheitswesen. Kleines Beispiel, wie gesagt, war selber in Frankreich letzte Woche und die Seite des Auswärtigen Amtes war nur französisch. Die Information, was mache ich denn jetzt? Unvollständig. Ich bin dann praktisch durch Frankreich wieder zurückgefahren. Aber anstatt vielleicht dort einfach in der häuslichen Quarantäne zu sein, wenn man mir gewisse Informationen bereitgestellt hätte. Und so sind viele tausende Europäer jetzt nochmal durch Europa gereist. Sie wurden mit Fliegern zurückgeholt, sie sind in Bussen gefahren. Warum? Weil man keine europäische Strategie hat. Und dabei hätte man sie längst entwickeln können. Man hätte zum Beispiel sagen können, in solchen Fällen, wenn wir so ein Virus haben oder eine Krankheitspandemie, ja, dann werden zum Beispiel die Nordländer wie Estland, Skandinavien, wie Dänemark zum Beispiel, digitale Vorreiterländer, die werden die Kompetenzteams für das Digitale in solchen Fällen. Deutschland zum Beispiel könnte den Gesundheit- und Transportsektor mit gestalten und leiten, weil wir sehr zentral sind, weil wir da auch eine gewisse Expertise haben und so hätte man etwas gemeinsam erarbeiten können. Nur als eines von bestimmt tausend Beispielen. Ihr habt vielleicht auch Ideen. Und deswegen, das stört mich seit ein paar Tagen und Wochen, was ich dort erlebe, dass alle wieder nationale Dinge zurückfallen. Und was passiert denn aber? Wenn wir jetzt dieses Thema nicht gemeinsam lösen, nicht aufeinander Acht geben und die unterstützen, die gerade das System am Laufen halten, wie Busfahrer, wie Straßenbahnfahrerinnen, wie die Lkw-Trucker, ja, die uns hier die ganzen Waren besorgen, weil Mehl und Klopapier auf einmal das neue Gold ist. Wie und natürlich alle Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte und Arzthelferinnen, die Paketdienste, die Lieferdienste der Restaurants und Fastfoodläden, die Leute, die alle teilweise sogar wenig Geld bekommen, die monatlich auf einer Ebene leben und sich gerade so eine Miete leisten können. Wenn wir jetzt da nicht zusammenhalten, wenn diesen Menschen nicht ein Teil der Miete zum Beispiel erlassen wird oder wir den kleinen mittelständischen Unternehmen oder den Selbstständigen nicht jetzt irgendwie schnelle unbürokratische Hilfe zukommen lassen, dann haben wir ganz andere Probleme. Weil wir können das schaffen. Wir gerade in Deutschland haben auch noch einige Reserven. Und der Anfang, muss ich auch sagen, der ist ja gemacht. Ich bin kein Fanclub von Spahn, Merkel oder auch von Frau von der Leyen. Aber man muss ja schon sagen, mit welcher Ruhe und Souveränität unsere Politik daran geht, ist es schon deutlich besser als das, was wir zum Beispiel erleben in Brasilien oder in Amerika. Ich will sagen, denkt auch ein bisschen an eure Mitmenschen. Macht euch Gedanken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Zum Beispiel, wenn ihr eine Schneiderin in der Nähe habt. Manche machen jetzt so praktische Mundschutzmasken. Die habe ich mir eben geholt und ja, jetzt funktioniert das Ganze auch. Damit kann man einkaufen gehen oder mit der Bahn fahren, wenn es denn sein muss. Weil damit vermeidet man schon mal ein Riesenthema, denn diese Tröpfcheninfektion, ne, die kann man damit vermeiden. Das sind keine Antivirenmasken, aber deswegen kann man sie auch selber nähen. Also ich nicht, bin dazu doof. Wie gesagt, denkt aneinander. Denkt daran, dass die Menschen auch überleben müssen, im Sinne der, also wirtschaftlich überleben müssen, weil wenn unser System zusammenbricht, dann werden auch die Menschen, die uns gerade so unterstützen, auch nichts mehr haben, weil die müssen weiter bezahlt werden. Deswegen appelliere ich an jeden, wenn es machbar ist, bezahlt die Rechnungen, die ihr habt. Hinter jeder Firma stecken Arbeitsplätze. Und auch an alle, die, ich sag mal, wie es ist, genug auf dem Konto haben. Denkt daran, wie es wäre, wenn es viel schlimmer kommt. Vielleicht könnt ihr gerade ein paar Ausgaben machen. Vielleicht wollt ihr erst nächstes Jahr die Terrasse neu machen. Aber vielleicht wollt ihr jetzt schon einen Kostenvoranschlag bezahlen, dass jemand euch was macht. Vielleicht wollt ihr jetzt schon jemandem einen Auftrag erteilen, dass er im Dezember euer Catering für die Weihnachtsfeier machen kann. Damit die Leute eine gewisse Planungssicherheit haben. Weil die werden sie brauchen, egal in welcher Form. Gebt den Leuten die Sicherheit dort, wo ihr sie geben könnt. Und ich möchte an alle appellieren, die gerade in wirtschaftlichen Nöten sind oder kurz davor stehen, ihr haltet durch, gebt nicht auf, werdet kreativ. Sprecht mit euren Mitmenschen, wo der Schuh drückt. Versucht zu erklären, wie man euch helfen kann, weil das ist auch immer sehr individuell. Schließt euch gerne zusammen, lasst euch was einfallen. Ich glaube, viele sind hilfsbereit. Es ist ja nicht so, dass wir nicht helfen wollen,
Doch wir müssen auch wissen, wie. Und deswegen lasst uns darüber reden, vernünftig. Lasst uns austauschen. Und lasst uns dabei fair und respektvoll zueinander sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch vor allen Dingen, bleibt gesund, achtet aufeinander und ich zitiere Frau Merkel, wir schaffen das.